Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen aufgeregt und zwar, ihr seht es schon, es geht heute wieder um Kreativdepot. Besser gesagt um eine neue Liebe bei Kreativdepot. Sie haben ja schon die Buchbindeliebe, die Siegelwachsliebe, wie heißt es denn? Ach, ihr wisst schon. Mann! Seht ihr, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, und wisst ihr, welche Liebe jetzt neu kommt? Die Pastenliebe. Ja, ihr habt richtig gehört. Kreativdepot bringt heute neue eigene Pasten raus. Und zwar habe ich hier 9 verschiedene Farben. Beziehungsweise 9 verschiedene... Ich zeige sie euch gleich in Ruhe. Ganz ruhig. Um 19 Uhr kommen sie heute in den Shop. Eine Paste kostet jetzt zum Einführungspreis, also nur heute, 4,90 Euro. Und dann zukünftig 5,90 Euro. Ich glaube, da kann man für 50 Milliliter nicht meckern. Und es gibt auch dazu ein Starterpack. Da ist dann ein Spachtel enthalten, eine Schablone, eine Paste und ein Zoom-Meeting, wo man dann alle zusammen basteln, für 14 Euro. Und ja, ihr wollt die neuen Posten sehen? Ich will sie testen. Vielleicht ganz kurz vorab, ich bin ganz sicherlich nicht der Pastenexperte. Ich habe ein paar Pasten und die sind alle noch original zu. Also es ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich Pasten benutze. Ja, ich habe ein paar Ideen. Seid gespannt, es wird bestimmt nicht das letzte Video sein. Aber ich kann mir vorstellen, ihr wollt sie natürlich auch im Einsatz sehen. Guckt mal, so sehen sie aus. Da sind 50 Milliliter drin und das ist die Farbe Weißglanz. Die ist verhältnismäßig unspektakulär, wobei ich das hier mit den Sternen natürlich echt niedlich finde. Inwieweit die jetzt natürlich eintrocknen und so, kann ich jetzt nach einem Tag nicht sagen. Da habe ich den Tipp gelesen, man kann da auch Frischhaltefolie zwischenspannen. So, ich spanne euch weiter auf die Folter. Nein, natürlich nicht. Ich zeige euch die nächsten Farben. Und zwar sind die immer im Duo. Ich bin so gemein, ihr könnt gar nichts sehen. Oh, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Guckt mal bitte. Jetzt seht ihr die nämlich. Wir haben hier die Farbe Babygelb. Und ihr seht es schon, wir haben immer einmal Glanz und einmal Permutt. Bei diesen Farben, das ist eigentlich eine gute Idee, ich zeige sie euch mal so rum, finde ich das Glanz Babygelb schöner als das Permut, weil es für mich in der Box nicht wirklich nach Gelb mehr aussieht, sondern nach normalem Permut. Und das ist wiederum sehr schön. Also mag ich beide Farben. Ta-da-da-da! Wartet, ich bleibe mal so rum. Glanz Baby Mint. Und wenn ich jetzt überlege, es gibt die Minten Animal Dots, es gibt das Minte Papier, es gibt das Minte, also Baby Mint Wachssiegel, dann die Bänder. Also es ist einfach farbtechnisch so toll alles aufeinander abgestimmt. Also einmal in Glanz und einmal in Permut. Na, wenn wir Baby Mint haben, was haben wir dann auch? Baby Blau. Schön, oder? Und wie gesagt, da gibt es ja auch die Stanzteile von. Also ja, kann man einfach alles sehr, sehr gut miteinander kombinieren. Und wir kommen jetzt zu den letzten zwei Farben. Und zwar Baby Rosa. Und auch das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, diese 8 Farben gibt es. Auf jeden Fall am Anfang. Wer weiß, ne? Wenn das einschlägt, kann ich mir auch vorstellen, dass es da noch mehr Farben von gibt. Lassen wir uns überraschen. Es liegt, glaube ich, auch mit in unserer Hand. Und wir haben natürlich ein Weiß. Was kann man mit Weiß machen? Ich hoffe, man kann es einfärben. Das wollte ich nämlich mal ausprobieren. Vielleicht sollte ich sowas ausprobieren, wenn ich mich besser mit Pasten auskenne. Aber nein, ihr kriegt hier die volle Pastendröhnung. Aber damit fangen wir nicht an. Ich habe mir ein paar Stencil zurechtgelegt. Ich muss aber gestehen, dass ich nur 2 Stencil von Kreativdepot habe. Also nicht wundern, dass ich auch andere benutze. Weil es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jedes Mal auch noch aufräume. Deswegen habe ich mir ein paar mehr Stencil zur Hand gelegt. Weil ich möchte auf jeden Fall von jeder Farbe einen testen. Wir gucken mal, ob ich alle 8 teste. Aber auf jeden Fall testen wir von jeder Farbe einen. Und das schieben wir jetzt schon mal zur Seite. Aber noch so zur Seite, dass ihr es seht. Dass ihr die Farben bestaunen könnt. Und ne, es gibt kein Matt. Aber ich finde ja,
vor allem Perlmutt, glaube ich, sehr, sehr cool. Und jetzt stellt sich die Farbe, welches Papier ich nehme. Ich nehme einmal mein normales Papier, was ich zum Kolorieren nehme. Aber auch für die Stencil nochmal so ein Karton. Der ist von einer Seite glänzend. Die würde ich jetzt nicht nehmen. Die ist zu glatt, glaube ich. Aber die Rückseiten davon, weil die sind ein bisschen größer. So, ich habe nicht das Starter-Set. Ich habe alle Farben und habe so ein paar Spachtel. Ich bin wirklich hier gar kein Profi. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Ist bestimmt auch schon ein Jahr her und nie benutzt. Und ich habe auch noch so ein riesiges Ding hier. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Ihr werdet es sehen. Es tut mir leid, wenn ihr ein Profi-Video erwartet habt. Weiß ich nicht, ich hoffe bei jemand anderem vorbei. Aber ich glaube, wir werden hier sehr viel Spaß haben beim Testen. Guck mal, das passt doch schon mal super. Oder will ich nur so einen Rahmen? Guckt mal, wir machen das mal ganz anders. Wir machen das hier am Rand und am Rand. Wie so ein... Ja, keine Ahnung. Wenn ihr euch jetzt fragt, oh Gott, muss ich mir jetzt die ganze Zeit sie anhören? Am Anfang ja, weil ich euch dann erzähle, was ich da mache. Ich will euch ja auch mitnehmen bei diesem Erlebnis. Wenn ich jetzt die vierte Paste teste, dann lege ich euch vielleicht Musik hinter. Und wenn ihr einfach nur das Ergebnis sehen wollt, dann scrollt an Ende. Und dann seht ihr da noch ein bisschen mehr. Und ich hoffe, ich kriege das hin. Weil wie gesagt, Pasten, ich habe gar keine Ahnung davon. Unten drunter liegt meine Silikonmatte von Kreativdepot. Weil ich glaube, das könnte ganz praktisch sein. Keine Ahnung, ob das praktisch sein könnte. Ich sollte mir vielleicht auch Küchenpapier oder so hinlegen. Bin noch nicht so richtig vorbereitet. Aber ich habe Bock. Und ich glaube, das ist am wichtigsten. Und wisst ihr, was ich jetzt noch glaube? Dass ich mir nicht vertraue. Ich klebe das Washi hier oben lang. Dafür natürlich das vorsichtig einmal abmachen. So, also auf die Kleidung machen, damit es nicht zu doll klebt. Nicht, dass es das Papier kaputt reißt. Aber ganz ehrlich, ich hatte noch nie einen Spachtel in der Hand. Wer weiß, ob das gleich alles überall landet. Dementsprechend gehen wir mal auf Nummer sicher. So, ich weiß auch nicht, wie lange sowas trocknen muss. Egal, wir werden es sehen. Also, ich habe hier Spachtel. Das ist ja ein feiner. Also würde ich vielleicht mit dem hier arbeiten. Das ist ja schon mal ein tolles Geräusch. Wir fangen mit Glanz an. Mit dem... So, wir machen die jetzt zum ersten Mal auf. So sieht das dann aus. Und hier ist so eine... Okay, die liegt nicht nur drauf, es ist richtig verschweißt. Oh Gott, ich bin so schwach, Leute. Okay. Vielleicht sollte ich die nicht auf den Kopf stellen. Verkraftet ihr das, wenn ich das wieder umdrehe, dass ihr die Farben nicht seht? Aber ich glaube... Oder die sind einfach so randvoll. Ich meine, seht ihr das? Das quillt ja quasi schon über. Das kann es natürlich auch sein. Nicht auf das Blatt legen, Jasmin. So, ich tunke meinen Spachtel in die Farbe. Ich habe absolut keine Ahnung, wie viel man davon benutzen muss. Und Spachtel jetzt über das Papier. Okay, es ist auf jeden Fall witzig und es macht mir gerade voll viel Spaß. Und man merkt schon, ich bin Mr. Sparsam. Ich gehe hier erstmal mit allen Resten, die ich noch habe, überall hin. Ne? Bevor es dann heißt, hier wird Material verschwendet. Oh Leute, ich glaube, ich habe perfekt gemessen. Also gemessen, geschätzt. Ich glaube, es passt hier. Komm, es fehlt nicht mehr viel. Glaubt ihr, ich schaffe das mit dem bisschen? Das war ja jetzt wirklich nicht viel. Komm. Ne, ich glaube... Ja, Miss Sparsam. Ich weiß auch, dass man das bestimmt wieder zurückpacken kann, aber dafür muss man das ja dann auch können. Und ich glaube, sparsam zu sein ist einfacher,
Als wenn man da viel zu viel hat und es dann glatt bekommen möchte. Oh mein Gott, Leute. Guckt mal, hier ist jetzt nur noch ein Loch. Das stopfen wir jetzt nochmal schnell. Oh, ich könnte auch Maurer werden, oder? Soll ich nochmal umschulen? Das macht voll viel Spaß. Und ihr denkt euch alle so, ja, Jasmin, wir kennen alle Pasten. So, ihr Lieben, ich überlege gleich mal, ob ich euch gleich, beim nächsten hole ich euch, glaube ich, nochmal näher ran. Aber ich bin jetzt fertig. Jetzt ist nur die Frage, lässt man das so trocknen oder zieht man das ab? Ich glaube, man zieht es ab, weil man die ja eigentlich abwaschen soll, damit es nicht antrocknet. Ich ziehe mal das Washi schon mal ab und hoffe, dass ich es dabei nicht total versaue. Naja, das Papier habe ich zumindest noch nicht kaputt gerissen. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Seid ihr auch schon so gespannt? Ich mache das jetzt extra spannend, ne? Und das hier ist der kleine Herzkreis. Oh, ich habe doch noch einen Stencil von Kreativdepot. Den kann ich gleich auch noch mal rausholen. Den musste ich unbedingt haben. So, okay. Seid ihr bereit? Warte, ich hole mir noch kurz Zewa. Gut, es ist jetzt Klopapier geworden, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Und jetzt nehme ich das einfach ab. Papier. Guckt mal, also hier ist jetzt wirklich quasi keine Farbe mehr dran. Das wische ich jetzt hier einfach in mein Klopapier. Und das heben wir jetzt mal hoch. Kamera, schalt scharf. Guckt mal, wie süß, oder? Das hat total gut funktioniert. Hallo, ich bin gerade richtig stolz auf mich. Das erste Mal mit einer Paste. Und ich finde schon, dass man das echt gut erkennen kann, oder? Hammer! So, das kommt einmal dahin. Das hier kommt hier jetzt wieder rein. Und die dann wieder ordentlich zumachen. Und auf jeden Fall aufpassen, dass ihr die wirklich gerade zuschraubt. So, Achtung, hier sind noch Rückstände. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der. Hier ist wirklich nur ganz bisschen. Und hier mit Klopapier, zack, ist alles von der Silikonmatte runter. Wir gucken mal, wie gut ich es vom Spachtel abkriege. Auch super gut. Also, das hat jetzt wirklich besser geklappt als erwartet. Und den Stencil würde ich einmal kurz unter laufendes Wasser halten. Weil das ist so dünn, das ist schon getrocknet. So, also Test Nummer 1 hat funktioniert. Hi, herrlich. So, aber ein Test reicht natürlich nicht. Weil einmal kann ja auch Zufall sein. Und guckt mal, was ich hier habe. Ein XXL-Stencil. So, muss ich jetzt so große Flächen stenciln? Natürlich nicht. Aber guckt mal, hier könnte ich so einen richtigen schönen Sternschauer stenciln. Hier kann ich jetzt auch nicht übermalen, weil ich will das komplette Blatt bestenciln. Und ich klebe jetzt hier links und rechts nochmal Washi drum, damit man es dann schön sieht und sich halt der Stencil nicht bewegt. Aber ich setze das Ganze nochmal ein Stück höher, weil sonst hau ich mit meinem Bauch dagegen. Da wackelt auch nichts mehr. Wir bestaunen jetzt nochmal hier kurz unsere Herzen und nehmen jetzt ein Blau. Und ich würde sagen, wir nehmen Metallic Blau. Wir schrauben es auf. Müsste jetzt. Ah ja, guckt mal. Ist gut, dass ich es jetzt umgedreht habe. Jetzt dürfte es nicht so voll sein. Und ich hole euch jetzt gleich auch mit der Kamera näher ran. Ihr Lieben, ich habe mir jetzt eben mal die Paste durchgelesen. Man soll sie vor Gebrauch gut umrühren. Das habe ich selbstverständlich nicht gemacht, wie ihr gesehen habt. Und jetzt kriege ich sie auch nicht auf. Man muss aber dazu sagen, dass ich bei sowas immer extrem schlecht bin, auch so Ketchup oder Soßen, die sowas haben, aufzubekommen. So, jetzt sehe ich blau. Komm.
Und da seht ihr jetzt, der Plump von eben ist quasi weg. Und ich finde, man sieht schon toll diesen Metallic-Schimmer. So, da steht was von Umrühren. Also schnappen wir uns jetzt den Spachtel von eben, den ich sauber gemacht habe, und rühren das um. Fühlt sich irgendwie falsch an. Gut, jetzt habe ich umgerührt. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich hole euch noch mal näher ran. So. Und jetzt schnappe ich mir die Paste. Seht ihr, wie kinderleicht das geht? Na, ihr seht das nicht so gut, glaube ich, tatsächlich. Wartet mal, ich habe kurz eine Idee. Ja, es ist jetzt dunkel. Guckt mal, wir haben jetzt mal das Handylicht angemacht. Es ist jetzt nicht so schön für allgemein. Wir machen gleich auch wieder meine Ringlichter an. Aber für die Paste jetzt in diesem Moment, glaube ich, macht das so Sinn. So, ich muss gleich noch gucken, wie ich das mache. Ich habe so viel Paste nach da oben rauf geschmiert, was ich mir dabei gedacht habe. Weil ihr seht hier, ne, ich streiche und streiche und streiche und fülle die Löcher der Sterne. Es ist schon so ein bisschen Maurerarbeit, oder? Vielleicht können wir so die Männer davon überzeugen, wie cool eigentlich Basteln ist. Ne, wenn ihr so einen Handwerker zu Hause habt, der euch auch immer die Wände streicht oder so, können wir ihn vielleicht mit diesem Pasten davon überzeugen, dass wir das schönste Hobby der Welt haben. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ne, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich versuche das jetzt mal da so runter zu klopfen. Also ein bisschen klappt es. Ich weiß nicht, ob Menschen, die damit ein bisschen mehr Erfahrung haben, auch so lange dafür brauchen. Aber ich könnte auch einfach doppelt so viel Material nehmen und dann einfach mehr ins Tiegel wieder zurückpacken. Aber irgendwie widerstrebt das meiner sparsamen Mentalität, was den Verbrauch von Bastelmaterialien angeht. So schön glatt streichen, weil die sind ja dann erhaben. Und hier gucken wir nochmal. Ich glaube, da war nämlich ein bisschen wenig Paste drin in dem einen Stern hier. So. So, jetzt streiche ich nochmal glatt drüber, damit ich überall die gleiche habe. Und dann sind wir damit fertig. Das streiche ich hier wieder rein. Also das klappt echt gut. Ich glaube, man muss nicht so sparsam sein. Man kann das gut da wieder reinpacken. Ganz wichtig, schnell wieder zumachen. Ich glaube, Experten sagen auch, macht es zu, bevor ihr es wieder, also bevor ihr die ganze Zeit da rumstreicht. So, ich mache jetzt wieder das richtige Licht an. Den schnappe ich mir jetzt wieder in mein Klopapier. Das hat doch schon mal gut funktioniert. Ja, der ist jetzt natürlich ein bisschen größer, der Stencil. Und ich glaube, mein Washi-Tape ist auch eher Zierde. Ja, ihr seht es. Oh, oh, oh. Es geht, es geht, es geht. Komm. Komm, komm, bitte. Der letzte Stern. Ich glaube das nicht. Ha! Geschafft. So, ich hole das jetzt mal nach oben. Und jetzt gucken wir mal bitte, wie wunderschön das ist, oder? Ich bin verliebt! Oh, ich werde die neue Pasten-Queen, Leute. Also werde ich wahrscheinlich nicht. Aber... guckt mal, es ist, als wäre hier nie was gewesen. Und guckt jetzt mal bitte, wie schön das ist. Hier haben wir jetzt das Perlmutt in Babyblau. Und hier haben wir das glänzende Babyrosa. Ist das nicht schön?
Also, ne, es gibt bestimmt Leute, die das besser können als ich. Aber ich finde das mega. So, ihr Lieben, wisst ihr, was wir jetzt machen? Weil ich kenne euch, ihr seid neugierig. Ich schnapp mir jetzt das große Papier und wir machen mal so, so Color Swatches. Dann habt ihr alle Farben mal auf einmal. Und dann habt ihr, glaube ich, den perfekten Eindruck davon. Wir fangen nochmal mit dem Babyrosa an. Jetzt könnt ihr das bei Babyrosa auch ganz gut sehen mit der Füllmenge. Und ich nehme jetzt einfach mal so ein Stück. Das ist gar nicht so einfach. Weil es so übers Papier streicht. Aber ich glaube, jetzt haben wir da eine ganz gute Schicht und den Rest einfach abkratzen und schnell wieder zumachen. Zack. Gar kein Problem. Umso schneller man es sauber macht, umso besser geht es ab. So, dann machen wir jetzt alle Farben auf. Guckt mal, die ging auf wie eine Eins. Hier ist auch schön Paste. Die schnappen wir uns jetzt. Und die kommt da jetzt direkt drunter. Wie gesagt, Leute, ich bin hier nicht der Spachtelexperte. Ich habe noch nicht mal Fugen oder sowas mal gespachtelt. Also wirklich, datscht mich bitte nicht. Aber ich glaube, ich mache das gar nicht so schlecht fürs erste Mal, ne? So, das war jetzt die zweite Farbe. Glanz Perlmutt. Und wir gehen jetzt immer so weiter, dass ich immer Glanz Perlmutt mache. Oh, das ist eine tolle Farbe. Wow. Also, ich meine, ich habe das Band und ich habe die Enamel Dots. Aber dass das so ein hübsches Blau ist. Hallo. Ich mache das nur immer dünner, ne? Wie gesagt, es ist nur so, um euch nochmal die Farben live zu zeigen. Könnt ihr überhaupt was sehen? Weil es glänzt natürlich ein bisschen. Ja, ich glaube, man sieht das trotzdem ganz gut. Jetzt kommen wir zu dem Metallic Baby Blau, was wir eben schon benutzt haben. Also wie gesagt, bei dem Starter-Set ist auch ein Zoom-Workshop bei. Dann wird euch auch nochmal erklärt, wie man vielleicht so einen Spachtel hält. Und es gibt da noch ein paar Profi-Tipps. Also von der Farbe habe ich am wenigsten erwartet. Und ich liebe sie. Das ist so ein richtig schönes Gelb. Ich habe doch gerade Bienen-ATCs gebastelt. Das passt da so schön zu. Gut, die sind jetzt fertig, aber ich habe mal eben dran gerochen. Es riecht so ein bisschen wie Acrylfarbe riecht. Also ich würde jetzt nicht sagen, besonders gut oder besonders schlecht. Recht neutral. So, jetzt bin ich gespannt. Das soll ja Perlmutt Babygelb sein. Ich finde, es sieht eher einfach nur nach Perlmutt aus. Aber im Zweifelsfall finde ich persönlich, wenn ich weiß, dass die Farbe anders aussieht, stört es mich nicht, weil ich orientiere mich daran, wie ich weiß, dass die Farbe aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn die Farbe jetzt schwarz heißen würde, gut, dann würde ich mich fragen, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, vielleicht, aber es könnte auch ein leichter Grünstich sein. Ich glaube, entscheidend ist es auch, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Weil das kennen wir ja von Stempelfarbe, weil da habe ich ein bisschen mehr Erfahrung. Dann haben wir jetzt noch Babymint. Die Dinger waren doch bei den anderen nicht. Die hab. Okay, ich bin spannend. Also hier sind extra Aufreißnupsis drin. Ich will mich aber nicht beschweren. Umso besser. Jetzt, wo ich ein bisschen Erfahrung sammeln konnte. Das ist jetzt so viel mehr Farbe als bei den anderen. Bei so viel mehr Farbe ist das gar nicht. Oh, ist auch ein toller Ton. Ich sehe es schon. Ihr seht das so gespiegelt, weil es halt glänzt. Jetzt sieht man sie gerade echt gut. Aber wir sind ja noch nicht am Ende.
Also das Baby Mint hat einen anderen Dings oben drauf. Ich guck mal, ob das Metallic Baby Mint auch. Ja, das Metallic Baby Mint hat auch diese Nupsis dran. Vielleicht habe ich auch die ersten bekommen. So die Prototypen. Guckt mal bitte, wie schön das aussieht. So, hinten die Farbe rauf. Das macht auf jeden Fall total viel Spaß. Herrlich, Leute. Und damit haben wir die 8 Farben, die es gibt. Wow, oder? Jetzt müsst ihr mir mal sagen, mögt ihr die glänzenden Farben lieber oder die Metallic? Weil ich bin ehrlich, beim Gelb bin ich bei dem normalen. Bei den anderen kann ich mich nicht entscheiden. Ich finde, es hat beides so ein richtiges Für und Wider. So, jetzt machen wir noch einmal weiß. Das hat wieder den normalen Verschluss. So, da wird man jetzt natürlich nicht so viel sehen. Aber wobei, man sieht es besser als erwartet. So, und wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Ich lege das hier einmal kurz zur Seite. Pack die Spatel, die ich hier nicht brauche, zur Seite. Nimm mir mal ein kleines bisschen mehr. Matsch das hier auf meine Silikonmatte, dafür ist sie ja da. Und nimm mal einen Tropfen Stempelfarbe. Und entweder wird das hier jetzt die größte Sauerei oder es wird richtig gut. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, ob das was wird. Ich rühre das jetzt durch. Oh Leute, ich glaube, es funktioniert. Ich packe es jetzt mal hier neben. Wollte ich dazwischen nicht viel Platz lassen? Hatte ich nicht sowas gesagt? Keine Ahnung. Guck mal, jetzt packe ich mir das hier auf meinen Spatel und schmiere das mal hier so an den Rand. So, ihr Lieben, guckt mal bitte. Das klappt richtig gut. Wie ein Profi. Also wer kein Weiß hat, hat verloren, ne? Mega, oh, ich rede gar nicht so viel. Ihr merkt das, glaube ich. Aber ich bin gerade echt ein bisschen... Hättet ihr gedacht, dass das so gut geht? Ich zeige euch das jetzt mal. Guckt mal bitte, wie toll ist dieser Farbton geworden. Und selbstverständlich ist da natürlich wieder ein Katzenhaar drin, aber wen wundert's? Mega schön, oder? Guckt mal, hier haben wir jetzt die Metallic-Töne. Es gibt 4 Metallic-Töne und 5 Glanztöne. Und so kann dann beispielsweise das Weiß aussehen, wenn man Stempelfarbe reingemischt hat. Also das klappt richtig gut. Ich mache hier mal eben meine Matte sauber und auch meinen Spatel. So, ich bin nämlich immer noch kein Profi, wie ihr wisst. Aber wie cool ist das? Also wie gesagt, Weiß, finde ich, muss man haben, weil damit kann man jede Farbe machen. Die anderen Farben sind halt so toll, weil es dafür alles gibt. Hier haben wir jetzt nochmal die Herzen. Ich streiche mal hier so. Das ist hart. Soll ich da mal raufdatschen? Seid ihr bereit? Ich glaube, es ist getrocknet. Glaubt ihr auch, dass es getrocknet ist? Ich glaube, ja. Ja, 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 ja. Es ist getrocknet. Also so sieht das rosa Glanz getrocknet aus. Mega. I love it. Dann zeige ich euch jetzt nochmal meinen blauen. Ich glaube, das ist noch nicht komplett durchgetrocknet. Ist aber natürlich auch eine viel größere Fläche. Und guckt mal, wie toll das schimmert, oder? Wobei, ich glaube, das ist auch trocken. Also ich fasse jetzt nicht über alle. Aber auch das ist trocken. Und guckt doch mal, das ist doch geil. Oh, Entschuldigung für die Kraftausdrücke, aber das mache ich jetzt den ganzen Tag. Hammer. Wie schön. Also das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. So, und ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen. Ihr wisst ja, ich liebe diese Animal Dots. Ich klebe euch da mal kleine neben. Das ist mein letzter kleiner. Ich nehme einen mitlachen. Das matcht doch wie eine 1. Mega. Ich hoffe, ich zeige euch das gleich nochmal ganz genau.
Das ist der Hammer. So, wir kleben die mal dazwischen, weil es ja sowohl zu der normalen Farbe als auch der Metallic-Farbe passen soll. Tee. So, ihr Lieben, also gelb glänzend 10 von 10. Und ich finde, bei Baby Mint ist die Metallic-Farbe viel schöner. Dazu, wohlgemerkt. So, ihr Lieben, wir kommen jetzt zum Abschluss. Guckt mal bitte. Wisst ihr, was ich noch gemacht habe? Ich habe jetzt immer die passenden Animal Dots dazu geklebt. Also vor allem hier oben finde ich 10 von 10. Unten passt es einfach sehr gut zusammen. Das blaue Band, guckt mal bitte, super schön. Und auch das rosane Band, ich kann hier mal dazwischen legen, weil die Pasten trocknen doch recht schnell. Und jetzt könnt ihr euch nur vorstellen, das gleiche Papier, das passt einfach. Hier haben wir noch die weiße Paste und hier hatten wir ja eine Paste eingefärbt. Und da wollte ich euch nochmal zeigen, da habe ich jetzt nebengestempelt. Das heißt, ihr könnt halt super eure Paste in dem Stempelton einfärben. Und guckt mal, wie toll das zusammenmatcht. Sieht doch mega aus, oder? Oh, Leute, ich bin so auf euer Feedback gespannt. Wie gesagt, ich bin noch nicht der Pastenprofi, aber die Pastenliebe hat mich erwischt. Was sagt ihr? Ich bin wirklich mega gespannt. Ich bin richtig verliebt. Ja, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Ich war gefühlt noch nie so angewiesen auf euer Feedback wie gerade. So, das packe ich jetzt mal weg. Ich habe es euch, glaube ich, jetzt sehr ausführlich gezeigt. Und mach nochmal so. Ist das nicht schön? Also wirklich, ich bin schockverliebt. Und auch hier die Glanz. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich weiß, welche ich mehr mag. Aber tue ich nicht. Ich fasse mal da jetzt echt drauf. Nee, also es trocknet noch. Man merkt, dass es noch so leicht nass ist, in Anführungszeichen. Aber es ist komplett schon durchgetrocknet. Also ist es nicht. Es ist komplett getrocknet, nicht durchgetrocknet. Mensch. Aber ich glaube, dadurch seht ihr jetzt schon echt gut die Farben. Und dieses Gelb. Ich liebe dieses Gelb. Meine Lieblingsfarben. Weiß, weil, hallo, unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe über 70 verschiedene Stempelkissenfarben. Und entsprechend über 70 Stempelnachfüller. Das heißt, ich habe jetzt 70 Pastenfarben. Das Gelb liebe ich. Ich liebe aber auch diesen Ton hier unten. Die mag ich beide total gerne, genau wie beim Blau. Das Einzige, was ich jetzt nicht unbedingt brauche, wäre das Metallic Gelb. Wobei, wenn man sich das, umso länger man sich das anguckt, umso mehr wird es gelb. Oh, ich bin Hammer. Mega. Ihr Lieben, was sagt ihr? Also, es gibt jetzt 9 neue Pasten im Shop. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu wirr, weil ich nun wirklich keine Ahnung von dem Thema habe. Aber ja, ich bin verliebt. So, ihr Lieben, ich habe das Video jetzt komplett geschnitten. Das heißt, das Ganze hat jetzt auch noch mal eine Stunde wirklich durchtrocknen können. Ich wollte euch die Farben noch mal zeigen. Also, ich bin ja von der von mir gematschten Farbe wirklich begeistert. Aber auch das Weiß macht sich extrem gut. Das Gelb, absolute Lieblingsfarbe. Beim Perlmutt bin ich immer noch dabei. Catcht mich nicht so doll. Finde ich sehr schön. Die sind sich relativ ähnlich, aber ich mag sie beide. Das Babyblau mag ich auch wieder sehr gerne. Und rosa, Leute, rosa geht doch immer. Und hier habt ihr jetzt nochmal die gestencilten Sachen. Also wirklich 10 von 10. Das war jetzt nochmal die Stimme aus dem Off. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Kommentar da oder folgt dem Kanal, wenn ihr es noch nicht tut. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.